So, da sind wir wieder bei Game Deck. Wie war das? Was wollte ich denn machen? Genau. Dann reden wir doch mal mit dem hier. Hör auf, mich zu stören, Mann. Ich muss arbeiten. Nein, Game Deck, ich möchte eine Lösung für dein Problem. Ich kann nicht mit dir sprechen, ja? Bei manchen wird die Verbindung unterbrochen. Wenn du da was machen kannst, wäre ich dir dankbar. Ja, gekauft auf einem Grasblatt, er trug eine makellos reine Weste und glänzende Stiefel. Ziemlich sonnig heute war es. Ich will mal die Seele baumeln lassen und im Gras schlafen, nicht wahr, mein Freund? Aha. Sinnesweltprominenter. Zack. Hier gibt es hier eine Menge Mitarbeiter der Orangefarm. Gehörst du auch da drin? Nie im Leben, ich passe nur auf sie auf. Dann zack. Howdy, Partner. Kennst du mich denn nicht? Schau mal genau hin. Ich setze mein besonderes Werbelächeln auf. Moment, ich kenne dich doch. Du warst in dieser Sendung und du bist in Sportschuhen gerannt. Die habe ich auch gekauft, in Realium. Haha. Trap the Tiger, bequem, verlässlich und schick. Nur für Leute, die auf dem großen Fuß leben. Wie cool, ein prominentes Spiel zu treffen. Korrekt, Bruder. Was ist denn mit den Farmen, die du beaufsichtigst? Wieso beaufsichtigst du überhaupt? Die sind Abschaum aus der Lost City. Sie müssen sich auf ihre Aufgaben konzentrieren, also störe sie nicht. Sie werden nicht mit dir reden. Ich könnte erklären, wie du hier gerade die fein austarierte Spezialtherapie aus der Bahn wirfst, aber sei einfach ein Schatz und geh. Okay, wie Therapie? Zufällig bin ich selbst Arzt. Kannst du mir über diese Therapie erzählen? Schon mal von der Spieltherapie gehört, die funktioniert so, man behandelt kranke Seelen durch Teamspieler draußen im Dreck. Sie nehmen Medikamente und Stimulanzien, um stabil zu bleiben, aber sie haben ein Recht auf Unwohlsein. Sie sind schließlich in der Reha. Okay. Wie geht's denn? Das reicht, mein Freund, langsam. Bezahlt mich fürs Beaufsichtigen, also mache ich das. Kommst du jetzt vom Feld runter? Weitergehen? Warte mal, wir haben uns auch gerade so schön, reden wir ein bisschen weiter. Danke, Kumpel. Einen schönen Tag noch. Mist, das war nicht gut. Das ist gar niemand. Will irgendjemand ein Ticket für den Mitternachtsexpress verkaufen? Was? Die Farmerin hatte einen weiblichen Skin, der unter anderem die hier arbeitete, nicht weiter auffiel. Bei ihr war eine kritische Hyperaktivität beobachtet. Die meisten ihrer Handlungen waren sinnlos. Hi. Ach, als ich jünger war, habe ich unheimlich gerne Harvest gespielt. Sonnenverwöhnte Erde, weiche Pferde. Wie eine Pferde, Kuhgeruch, ach ja. W4A73, lol, ich habe einen Exkrino deines Avatars gepostet. Warte, nochmal. Warte, lol. Ich habe einen Screenshot deines Avatars gepostet. Okay, wow. Oh mein Gott. Die Likes hören gar nicht mehr auf. Oh mein fucking Gott. Sondern ein Chatfenster anstelle Sprache übertragen, dass ein Programm das Buchstaben zu Zeichen ersetzt. Ich hab's verstanden. Nein, eins Langschatz vorschlagen. Süße, auf diese Krakelei stehe ich gar nicht. Wollen wir nicht wie anständige Lust, die nur Chammer labern? Langweilig. Okay. Oh, ja. Befragung. Oder? Komm, machen wir schnell. Die mit vielen Schlag auf der Chiffre ähnelt den jungen Schüler, ja? Wie ging das? Nein, ja, gut, ja. Ich weiß es. Sie schaut uns erwartungsvoll an. Orangefarben? Ich habe gehört, dass sie orangefarben Probleme haben. Sie haben immer wieder Verbindung. Weißt du was darüber? Du fragst mich und ich frag dich. In letzter Zeit werden die Leute bewusstlos und der
Fortschritt ist dahin. Okay, wow. Dann müssen. Ne, dann. Dann müssen wir das wieder gut machen und doppelt so viel arbeiten. Deswegen bin ich so truff. Alter Schwede. Ich muss den Chatlin Sims verstehen, was sie mir mitteilen wollte. Ja, ich hab's doch. Dass sie belebelt ist. Du sprichst von Schwächeanfällen, Unfällen, Verlust von Fortschritt. Ihr nehmt etwas, um schneller zu arbeiten. Ja. Mhm. Nein. Frage, ob sie Hilfe braucht. Ja, klar. Hilfe ist immer gerne gesehen. Beim Anbau. Haha. Man muss arbeiten. Los. Ne, logisch. Aber sie ist echt anstrengend. Okay. Ja, habe ich doch schon. Aha. Erschöpft. Ja. Ich kann es ja lesen. Ja. Ja gut. Was ist mit Harvest Time? Hast du hier Spaß? Lol, Spaß? Was soll hier daran denn Spaß machen? Acke. Schaut ständig, was wir machen. Das ist hier. Ne, das ist harte und gefährliche Arbeit. Ja, beobachtet wird, genau. Ja. Verstehe, dann auch sehr ackerbärtig im Auge. Ja, ja. Sie klatscht und sprang völlig auf. Sie zückte ein lebergrundes Notizpunkt, gab es mir. Es war ein Chat-Entschlüsselungsprogramm. Ich überprüfte und installierte es. Lol, dir fällt es hier wohl schwer. So sollte es einfach sein. Du bist cool, weißt du? Ich hätte es auch vorher lesen können. Es war anstrengend, aber ich habe es hingekriegt. Wie nett von dir zu hören. Darf ich dir dann ein paar Fragen stellen? Loco, schieß los. Warum spielst du? Weil ich essen muss, über die Runden kommen muss. Wie jeder, ja. Naja, außer dieser Schlampe, aber mit der bin ich nicht mehr befreundet. Welcher Freundin? Ich wüsste gerne noch mehr über deine Freundin. Ich hatte eine Freundin namens Camelia. Wir waren unzertrennlich. Wir haben aus Kronkorken Arbeiter gemacht und Armbänder gemacht und ins Verbotszone gewagt. Wir haben alles zusammen gemacht. Ich mochte es, wenn sie mein Haar gebürstet hat. Dann war die Bürste weg. Vielleicht hat sie sie geklaut. Aha. Was ist mit ihr in echt? Bist du bekloppt? Mit denen will ich niemals befreundet sein. Alles nur Spiegels würde ich am liebsten auch blockieren, wie in einem Spiel. Aha. Wie gut bist du im Spiel? Man muss sich ranhalten, man muss spielen, man braucht Fortschritt. In letzter Zeit geht es schneller, weil wir mehr Tempos lassen alles schneller wachsen und troppen, aber irgendwie wird man auch müde. Mhm. Was ist das? Das Wachsen schneller und Lootboxen troppen schneller, also das geschieht nicht schneller, die Welt verlangsamt sich nur. Ui, eigentlich darf ich gar nicht darüber reden, mit niemandem. Also mach dich fort, versprich bitte kein Wort zu sagen. Alles klar. Danke, bist der Beste. Wie heißt du? Realium? Sagt sie mir nicht. Samantha, meine Eltern nannten mich aber Borgia. Kannst du dir das vorstellen? Das ist doch kein Name. Alle haben mich ausgelacht. Ich bin so schnell weg, wie ich konnte. Bist von zu Hause weggelaufen? Und ob, wenn man mit völlig kaputten Eltern geschlagen ist, bleibt einem ja nichts anderes übrig. Und wenn du nachhakst, blockiere ich dich. Okay. Ja, ist okay. Fragen wir nicht. Dann alles klar.
Super. Jetzt gucken wir mal gerade. Also. So, gezwungen Lootboxen zusammen. Sie sind süchtig nach dem Spiel. Sie. Dazu gezwungen oder dazu manipuliert Lootboxen zu sammeln. Ja, ja. Die Anfang werden Cheats und Exploits, deshalb wirft sie das Spiel aus dem Spiel, weiß ich nicht. So, nein. Das ist keine Sucht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nehmen wir das. Jetzt kann ich nichts anderes machen. Gut. Verdächtige. Ich weiß noch nichts. Gut. So, so. Ja. Du? Ja, ist ja gut. Ah. Du bist dieser Gambit, nicht wahr? Gott sei Dank bist du hier. Ah, bitte sag mir, was ist los? Ich meine es ernst. Ich habe dran, ich muss mir ein paar Fragen stellen. Schieß los. Ja, Orangenfarben? Hat mir gebeten herausgefunden, was bei euch nicht stimmt. Er meint, dass ihr immer wieder die Verbindung verlieren würdet. Ja, es passiert, wenn wir richtig kaputt sind. Bin mir aber nicht sicher, ob das die Ursache des Problems ist. Es passiert immer öfter. Ich selbst habe mehrmals die Verbindung verloren. Bin in einem kalten, leeren Raum aufgewacht. Eine virtuelle Leere ohne Fluchtmöglichkeit. Ah, wie die Lehre bei Starlet. Ich konnte es nicht revitalisieren. Sie fielen in Kummer. Es könnten den Orangefarbenen passieren. Okay. Es ist so verdammt heiß. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Sie meinte, dass es heiß ist, aber das Wetter war perfekt. Auf einer Liege irgendwo sollte ihr Körper auf Idealtemperatur gehalten werden. Ja, warum? Also, wir gucken mal ganz kurz. Ich habe ein bisschen was. Kann ich Sinneschirurg... Achso, ich habe kein Herz. Also, ich habe... Das habe ich nicht gesagt. Und eine Flamme zu wenig. Geht irgendwas? Nein, noch nicht. Gut. Erzähl mal. Warum spielst du? Das ist meine Arbeit. Wir haben einen Aufseher. Er hält unsere Gruppe im Auge. Gruppe? Wir werden orangefarbener Traum genannt. Dank der Stiftung können wir spielen. Welche Stiftung? Sie hat uns Ausrüstung, Spielpillen und Arznei gegeben. Normalerweise könnten wir uns das alles gar nicht leisten. Ich bitte dich, ich muss weiterarbeiten. Oh, Mist. Was haben wir hier? Jetzt steht praktisch still. Der Name seines Autors lautet Sundance Jack. Er war einer der Standardnamen, die das Spiel vorschlägt. Hallo? Ihn schütteln. Ich denke, er fühlt sich an, als ob er durch eine Barriere gedrungen wäre. Der Typ war hart wie Stein. Näher untersuchen, genau. Ich öffne mein Game Deck und überprüfe seine Aktivität. Der Transfer war enorm. Der Spieler hatte wirklich viel zu tun. Wenn jemand anderes, wenn man jemanden sah, der scheinbar nichts tat, aber dessen Datenbank geht trotzdem verrückt, spielt, stimmt er das meistens etwas nicht vorstellen. Hallo, ich bin der Game Deck. Passiert nichts. Ich kann nichts machen. Okay. Nehmen wir dich noch. Wow. Es ist kompliziert. Was? Okay. Der ist kaputt. Sie habe ich schon. Was ist mit ihm? Oder ihr? Oder was? Ihr. Hey. Hallo? Ah, auch nicht. Don't be shy. Stay on my field. Ah, genau. Da gucken wir mal zu. Ja, fortfahren. Ist ein Partyziel, ja. Ja, das können Sie mir sagen. Ich müsste meine Ausbildung zur Healerin in die Stadt bringen. Okay. Ja, machen wir. Gut, wir helfen. Du musst sie über zur Heilung bringen. Bring später Budenbesitzerin, Obstfrau Betty, meine ich. Alles klar.
Wo kann ich die darin finden? Früher auf dem Black Rock genannt, aber Obstfrau Betty hat sein Geschäft übernommen. Warum gehst du nicht selbst? Ich könnte schon, aber Zeit ist Geld, mein Freund. Ich verliere schon welches. Wirklich, ich könnte jetzt schon am Looten sein. Alles klar? Nee, nichts mit Bezahlung. Gut. Ja, habe ich das jetzt? Gut. So. Haben wir sowas wie eine Map? Nein. So, gucken wir doch mal schnell. Hallo? What a lovely day. Oh. Ah, Dakota ist umgefallen. Mist. Schon mit das dritte Mal diese Woche. Etwas stimmt nicht. Sie hätte sofort auslocken sollen. Sie könnte ins Koma fallen, wenn ich raussuche. Die, da hat nichts reagieren. Ein Freemium-Konto war so anonym. Lockout anleiten. Aha. Was war das? Was hast du getan, Mann? Sag mir bitte, dass du ihren Fortschritt gespeichert hast. Ich habe sie gerettet. Ich habe das Leben gerettet. Ihren Fortschritt selber beim Jetten von Saatbeeten zu speichern. Aber das Letzte war, dass ich... Verdammte Scheiße, du hast ja keine Ahnung, was du da angerichtet hast. Schluss mit der Heulerei und wieder an die Arbeit. Und du da, hör auf hier rumzulungern. Deine Schatten auf dem Saatbeet hält die Pflanzen vom Wachstum ab. Scheiße, sie hat sich 3 Tage am Stück den Arsch aufgerissen. 3 ganze Tage hörst du und sie hat das seit gestern nicht gespeichert. Es muss sich wie ein Gaul schuften, um den Fortschritt, den du nicht speichern wolltest, aufzuholen. Wichtiger, ja. Hast du sie noch alle? Ihre Ausrüstung hat eine Fehlfunktion. Sie hätte sich schwer verletzen können sogar. Du sorgst dich um ihren Fortschritt? Glaubst du, dass das erste Mal war, dass ich das gesehen habe? So etwas passiert eben. Wir alle müssen unsere Quoten übernehmen. Ist das eklig. Hier geht es fair zu. Wenn jemand mehr findet, wird es geteilt oder für später aufgehoben. Und wenn jemand bewusstlos wird, müssen wir übrigens Arbeit zu Ende bringen. Keine Müdigkeit vorschützen. Mhm. Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Jetzt muss ich mich wieder mal angedenken. Leb wohl. Fick dich und dein Leben. Lebe wohl, du Beschissener. Hoffentlich hält ein Maulwurf deinen Arsch für seinen Hügel. Was? Oh, leck. Mhm. So, trotzdem, ich gehe jetzt da hoch. Mhm. So, wo ist jetzt diese Gemüsefrau? Schlussfolgerung, komme ich noch was? Mhm. Er sagt doch, ich habe noch was Neues. Mhm. Mhm. Ja. Ist hier die Gemüsefrau? Wo wollte ich hin? Ah, hier. Hello. What a nice day. Sunset duels are the Hello. Best part of the game. Mhm. Was verkaufst du? Mhm. Orangefarbene Farben. Ah, Betty. Mhm. Ah, ja. Ist das Betty? Nun, ihr Stand befindet sich direkt neben meinem, aber ich glaube, ihr Geschäft beschränkt sich nicht nur auf den Vorkauf. Aha. Okay, keine Ahnung. Better, Betty, die ist es. Come, everything's for sale. Mhm. Zack. Ein paar Sachen zu verkaufen. Ein Teil des Geldes auf dein Konto überweisen lassen? Nein. Ja. Super, danke. Mhm. Ich habe zu danken. Von nun an gehörst du zu meinen Stammgästen. Du bist ein Freund des Hauses, Schätzchen. Zack. Kannst du mir etwas über die Orangefarben sagen?
sind gute Kunden, fleißig und ausgewogen effizient. Sie bringen mir Waren und ich verkaufe sie, überweise das, den Erlös auf ihr Konto. Klar. Wenn du mich allerdings nach einer persönlichen Meinung fragst, die wäre nicht so positiv. Mhm. Ja, dann sag mal. Ich habe mit Acke geredet. Was für ein hübscher Kerl. Er hat mir alles erzählt. Es sind Drogensüchtige. Ah, sie spielen so eine Art virtuelle Therapie und Acke ist ihr Betreuer. Mhm.